Moin, werte Zuschauer! Ich möchte heute mit euch einen Rechner zusammenbauen, welcher für Telearbeit verwendet werden soll. Und zwar erstmal eine Übersicht über die Komponenten. Da habe ich mich für ein aktuelles AMD Ryzen-System entschieden, damit Windows 10 optimal funktioniert. Und weil der Rechner auch tatsächlich für Telearbeit dann verwendet werden soll, damit alles reibungslos dann auch funktioniert. Ja, hier liegt dann das Mainboard mit Prozessor und Arbeitsspeicher. Als CPU habe ich mich für den AMD Ryzen 3 2200G entschieden. Also das sind alles hier Komponenten aus meiner Sammlung. Und dieser Prozessor stellt deswegen meiner Meinung nach eine gute Wahl dar, denn er besitzt 4 Kerne, einen recht hohen Basistakt und Turbotakt vor allem und eine integrierte Grafikeinheit auf Vega-Basis, mit der man auch durchaus spielen kann, aber das soll mit dem Rechner ja nicht gemacht werden. Und man kann ihn aufgrund der geringen TDP von 65 Watt auch einfach kühlen. Der Rechner sollte natürlich möglichst leise sein, weil er ja für mehrere Stunden genutzt wird. Und da gibt's nichts Schlimmeres und Nervigeres als einen lauten Lüfter. Ich hätte auch Kaby Lake Systeme mit Pentium G4560 neuerdings am Start, aber da möchte ich noch ein paar Tests anstellen, deswegen jetzt AMD. Zum Thema Arbeitsspeicher, G-Skill Aegis Desktop RAM mit 2x4 GB. Die sollten dann im Dual Channel mit 8 GB laufen. Und ich denke mal, das ist völlig ausreichend. Genau. Die werden zusammen mit dem Prozessor auf einem MSI A320M Greenate Mainboard verbaut. Muss nicht unbedingt übertaktet werden. Deswegen dieses Mainboard mit A320. Denn Overclocking könnte ja auch die Stabilität gefährden, weswegen dieses Mainboard dann völlig ausreichend ist. Wir haben 2 RAM-Bänke auf DDR4-Basis für den Arbeitsspeicher. Wir haben den AM4-Sockel für die CPU und wir haben auch alle wichtigen Bildsignalausgänge sowie USB-Ports. Braucht man aber auch nicht so viele. Und natürlich moderne Schnittstellen wie Gigabit LAN. Man kann natürlich auch WLAN-Sticks anschließen. Wir haben SATA 6 Gigabit, optimale Unterstützung für SSDs. Und ansonsten arbeitet das Mainboard auch zuverlässig. MSI ist ja keine schlechte Firma. Als Betriebssystem kommt natürlich Windows 10 64-Bit zum Einsatz in der aktuellsten Version. Mal gucken, ob ich für dieses Mainboard noch einen License-Key brauche. Ich hoffe mal, dass mein Vorbesitzer hier schon Windows 10 installiert hatte und das aktiviert hat, dann brauche ich das nämlich gar nicht mehr. Das Betriebssystem wird auf einer SSD gespeichert, damit man keine langen Wartezeiten aushalten muss und so weiter. Ein Modell von Kingston mit 120 GB, da viel übers Internet dann gemacht wird, muss auch nicht so viel auf dem Rechner gespeichert werden, deswegen reicht 120 GB völlig aus. Eine Kingston A400 ist das, SATA 6 GB. Das ist eine Einsteiger-SSD, aber mehr braucht es auch nicht. Dann habe ich hier natürlich ein passendes SATA-Datenkabel. Zum Kühler für die CPU habe ich mich für den LC Power CosmoCool LCCC 95 entschieden mit 95er Lüfter. Man hätte auch den Boxkühler nehmen können des Ryzen 3 2200G, wenn vorhanden. Aber dieser Lüfter ist, denke ich mal, keine schlechte Wahl, denn der Rechner sollte möglichst geräuscharm arbeiten. Und das, denke ich mal, kann der hier auch gewährleisten, denn man kann mit dem, glaube ich, auch 95 Watt CPUs kühlen. Die Gehäusebelüftung übernehmen 2 Lüfter von Be Quiet. Denn die sind eben auch für ihre Silent-Tauglichkeit bekannt. 120er für die Front und ein
290er, glaube ich, müsste das sein für das Heck. Ich gucke nochmal. Ja, perfekt. Das sind 120 mm Rahmenbreite und das sind 92 mm. Perfekt. Und die Shadow Wings, so nennen sich die Lüfter, werden mit diesen Spezialstiften befestigt. Und zwar sind sie dann komplett entkoppelt. Zum Netzteil habe ich mich natürlich auch für ein Be Quiet Modell entschieden, weil Be Quiet, ja, da ist der Name Programm, kann man sagen. Allerdings ein älteres Exemplar, nicht mehr ganz so leise. Vielleicht war es das noch nie, aber die L7 Serie mit 530 Watt in dem Fall ist ja auch nicht schlecht. Das Netzteil funktioniert immerhin 80 plus. Okay, da könnte man natürlich nach etwas effizienterem Ausschau halten. Allerdings, das ist gerade Mangelware. Dann habe ich hier noch ein paar Staubfilter. Da möchte ich einen dieser Staubfilter am Frontpanel, an der Front befestigen für den einblasenden Lüfter. So sieht das Ganze aus. Hier war nochmal ein Aufkleber drauf gewesen. Deswegen sind hier noch ein paar Rückstände zu sehen. Dies hier ist ein, wie nennt man das? Ein Frontpanel. Ja, genau. Ein Frontpanel-Adapter, also Einschub mit USB-Ports nach 3.0 Standard. Das fehlt dem Gehäuse nämlich. Ist aber, denke ich mal, nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, ich habe hier die Netzteilhalterung, sage ich schon, die SSD-Halterung. Denn das Gehäuse ist eben was Älteres, was noch keine SSD-Halterung besitzt. Ja, meine Schrauben kommen natürlich auch zum Einsatz, um das alles einzubauen. Dann zum Gehäuse nichts Besonderes. Das ist nur ein billiger Midi-Tower von Intertech. In diesem Gehäuse steckte übrigens mein allererster Desktop-PC, den ich im Juni 2012 zusammengebaut hatte. Doch das Gehäuse wurde bisher noch nicht entsorgt. Hatte ich mal drüber nachgedacht, aber man kann das ja jetzt auch bestens für den Office-Rechner nutzen. Muss ja kein schickes Gehäuse sein. Hier kann man ja auch alles einbauen. Ja, so sieht das dann auf der anderen Seite aus. Ja, nichts Besonderes. Und schon ist der Rechner zusammengebaut. Das habe ich jetzt nicht von laufender Kamera gedreht, weil der Rechner nämlich morgen schon eingesetzt werden soll. Und ich kenne mich ja, das dauert dann noch länger. Deswegen habe ich das eben schnell hinter den Kulissen gemacht. Ist ja auch kein Beinbruch. Also so sieht der Rechner dann jetzt verkabelt aus. Ich habe natürlich die Kabel so gut es geht zusammengebunden, dass da auch nichts in die Lüfter geraten kann. Was ich dann machen muss, ist vorne den Staubfilter noch anbringen. Hatte ich vergessen. Und wir haben jetzt hier auch die SSD irgendwo dort installiert. Zeige ich auch nochmal kurz die Front. Also ein DVD-Laufwerk habe ich jetzt nicht verbaut. Wir haben jetzt hier zweimal USB 3.0. Ist auch angeschlossen, kann man auch nutzen. Ein DVD-Laufwerk wird deswegen nicht benötigt, weil ich Windows 10 per USB-Stick installiere. Und dann hat man eigentlich auch schon alles, weil über das Internet dann gearbeitet wird. Ich zeige euch nochmal kurz hier die rückseitigen Anschlüsse. Da haben wir jetzt keine Erweiterungskarte drin, weil wir eine Onboard-GPU haben. Das ist in dem Falle ja ganz praktisch. Und wir können ja auch bis zu 3 Monitore anschließen, bei Bedarf. Ja, dies ist nun das BIOS, die BIOS-Oberfläche des MSI A320M Greenlight Mainboards für die Telearbeit. Und das erste, was ich mache, ist einmal die Standard-Settings laden, also die, wie sagt man, die Default-Settings. Das befindet sich, glaube ich, auch unter diesem Punkt. Restore Defaults, genau. Und einmal Neustart machen. Okay, zurück auf der BIOS-Oberfläche können wir dann noch ein paar grundlegende
Einstellungen tätigen. Wir können zum Beispiel das XMP-Profil des Speichers laden. Dafür brauchen wir nur den hier betätigen und meinetwegen auf 2 stellen. Dann am besten nochmal einen Neustart machen. Für ein schnelleres Booten kann man noch ein paar Zusatzanschlüsse und so weiter abstellen. Genau, man kann die zum Beispiel nochmal abschalten, den seriellen und den parallelen Port. Das braucht man dann nicht mehr. Die Bootreihenfolge kann man auch so konfigurieren, dass man eben unnötige Bootgeräte deaktiviert, um auch den Systemstart zu beschleunigen. So, im Hardware-Monitor kann man natürlich auch bei der Lüftersteuerung die Konfiguration vornehmen. Hier kann man dann auch zwischen DC-Mode und PWM wählen. Und zum Schluss bietet es sich an, ein OC-Profil abzuspeichern, sodass man gegebenenfalls die hier getätigten Einstellungen erneut laden kann. Homeoffice ist beendet und schauen wir uns den Rechner doch nochmal an, den ich dafür konzipiert hatte. So, der wurde ja auch in der Zeit nicht gereinigt und sonst etwas. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie das von der Sauberkeit her aussieht, wie viel Staub sich da so angesetzt hat und so weiter. Aber ich würde sagen, das geht. Ah, das ist gerade so ein bisschen schwierig hier unterm Schreibtisch zu filmen. Wir haben hier ein MSI A320M Greenade mit Ryzen 3 2200G von einem Cosmo Cool LCCC 95 von LC Power gekühlt und 8 GB G-Skill Aegis DDR4 RAM 2400 MHz. Hier noch ein Be Quiet Netzteil mit 530 Watt. Ja, ein bisschen übertrieben, weil hier kommt ja auch keine Grafikkarte zum Einsatz. Aber es war mir eben halt wichtig, dass der Rechner möglichst leise zu Werke schreitet und das hat er ja auch durchaus so gemacht. Gut, ich habe ein bisschen Kabel zusammengebunden, wie man sieht. Ich denke mal, dass ich einen Staubfilter angeschlossen hatte. Schauen wir mal, wenn ich jetzt hier die Frontblende so ein bisschen abnehme. Ach, das geht aber. Ja, hier ist ein Staubfilter, aber der ist nicht so schlimm verstaubt wie bei meiner NAS immer. USB für Maus, Tastatur und vielleicht habt ihr es schon gesehen, hier diesen WLAN-Empfänger. Aber zusätzlich war noch so ein Powerline-Adapter in einer Mehrversteckdose gesteckt, dass der Rechner auch per LAN dann ins Internet kommen konnte. Und das andere Ende war dann in der Nähe des WLAN-Routers in einer Steckdose eingesteckt worden. Gut, das wär's dann mit diesem Video. Ja, kommt jetzt, nachdem Homeoffice beendet ist,